Moin Leute, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Kleiner Realtalk quatschen, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und zwar, mir war bewusst, dass der Juni bzw. Juli bzw. alle Sommermonate schwierig wird mit YouTube etc. Alter, guck mal, wie viele Haare ich habe, Junge. Fast eine Perücke. Lass mir ein Pony wachsen. War mir klar, dass es alles schwierig wird mit Klicks, weil es wird wärmer, die Leute dürfen wieder raus, Corona ist vorbei. Im Moment ist es aber echt so, Videos kriegen 8, 9, 10, vielleicht nur 11 Aufrufe, das ist krass. Wenn man überlegt, wie viel Zeit ich darin investiere, die zu schneiden, das alles ist schon echt krass. Und ich will nicht rumheulen oder mich beschweren oder sonst was, ich habe ja damit gerechnet, also das war mir ja bewusst. Aber es ist schon ein bisschen nicht deprimierend will ich nicht sagen, ja, doof. Ich meine, ich werde definitiv weiter hassen. Ihr wisst das, ich habe auch schon für 2 Leute gestreamt oder was auch immer. Ich ziehe durch. Das macht 10 Leute glücklich, dann mache ich das weiter. Ne? Definitiv. Und ja, ihr habt gemerkt, an Story Games etc. schon immer total viel Spaß. Wir haben uns Last of Us bestellt. Das kommt in 5-6 Tagen. Am Last of Us durchgespielt. Days Gone steht in den Startlöchern. Und. Mir war das klar, als ich damals mit FIFA aufgehört habe, etc., dass alles ein bisschen schwieriger wird. Weil ich mich halt frage, wo die ganzen Leute hin sind. Wo sind die ganzen Leute, die meine Videos gucken? Ne? Ist halt so. Wie gesagt, ich möchte mich nicht beschweren oder was auch immer. Das ist einfach, was mir auf dem Herzen liegt, was mir nicht Bauchschmerzen macht. Aber was mich einfach so grübeln lässt, wisst ihr, was ich meine? Weil zum Beispiel. Vor 3 Monaten habe ich pro 2 Tage ungefähr 1200 Klicks gemacht. Locker flockig, wirklich. Und jetzt sind es 400. Knapp, wenn überhaupt. 500 Mal. Das ist schon echt krass. Und die Qualität meiner Videos hat sich nicht verschlechtert, auf jeden Fall. Definitiv. Ich versuche immer noch viel zu machen, viel unterschiedliche Sachen, viel lustige Sachen zu machen. Ich weiß, dass YouTube das nicht so gerne sieht. Für einen Algorithmus etc. wäre es am besten, wenn ich einen Kanal hätte für React, einen Kanal hätte für Best-ofs und einen Kanal hätte für Livestreams. Das würde am besten helfen, damit neue Leute meine Sachen vorgeschlagen bekommen. Da habe ich aber ganz wenig Lust drauf. Zu dem Thema nach Twitch gehen, werde ich wahrscheinlich noch ein eigenes Video machen. Möchte das aber auch jetzt hier nicht vorwegnehmen. Ja? Das ist natürlich was man öfter mal vorgeschlagen bekommen hat. Was man sieht, dass andere YouTuber viele nach Twitch gehen, ist auch was, worüber ich mal nachgedacht habe. Wie gesagt, das wird bestimmt mal in ein eigenes Video kommen. Ja. Wie gesagt, ich werde das weitermachen. Das ist für mich mein Ventil, das ist mein Hobby. Ich weiß, dass ich damit nichts großer X erreichen will. Es ist wie andere Leute zum Sport gehen, auf den Sandsack einschlagen, laufen gehen oder sonst was. Es ist für mich, dass ich Videos schneide. Ich gucke mir die immer wieder an. Ich habe da wahnsinnig Spaß dran. Ich weiß, dass 2-3 Leute da auch wirklich viel Spaß dran haben. Schade ist halt, so die Leute, die eigentlich immer zugeguckt haben, sind gefühlt jetzt alle weg. Kann auch sein, dass sie viel um die Ohren haben. Schule geht jetzt wieder los, was auch immer. Ja. Meldet euch einfach mal wieder, klickt mal wieder 1-2 Videos an. Das würde mich sehr, sehr freuen, weil ich da wirklich viel Liebe reinstecke und euch unterhalten möchte. Und ja, wenn es kalt wird, wenn es wieder anfängt zu regnen, wenn das Wetter schlecht ist, werden die Klicks auch wieder durch die Decke gehen. Mal gucken, was Last of Us 2 bringt. Ich möchte sagen, dass ich da nicht ganz so viel Hoffnung drin habe, weil ich das schon öfter hatte, dass ich mir Story Games gekauft habe, auch für einen Vollpreis 70, 80 Euro und die dann komplett reingeschissen haben, zum Beispiel Red Dead oder was auch immer. Wir schauen einfach, ja. Wie gesagt, ich mache das auch für 2 Leute, weil mir das einfach Spaß macht. Ihr Lieben, vielen Dank für euren Support, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns in der Premiere oder im Livestream. Haut raus und ciao, ciao. Und so sieht mein Kopf von hinten.